So, kurzer Check. Ich habe mir eben schnell ein neues Profilbild gemacht. Wie? Bitte warten. Will er jetzt checken, ob es schon der 17. ist oder was? Oh, ich überlege fast, ob ich das mit Delay spiele oder nicht. Ich überlege fast, ob es das wäre. Aber dann wiederum ist es WarioWare. Da unten kann ich mich sehen. Der Chat ist. Vor langer Oh, Zeit shit. schenkte eine große Gottheit den Menschen zwei Steine. Tanzend mit den Steinen in der Hand bändigten sie den Zorn der Erde. Die Party-Party-Inseln. Eine Urlaubsidylle mit Geschichte. Action, Luxus und Entspannung. Gewinnen Sie Ihr Ticket. Mit jedem Big Knobi gibt's jetzt ein Los. Was für ein Düftchen. Den Big Knobi bitte. 50 Mal. Dann, hier, ziehen Sie 50 Lose. Der große Hauptgewinn. Sie Glückspilz. Sie und 20 Bekannte fliegen ins Party-Party-Paradies. Wie viele? Dann können wir ja mitkommen. Ja, wir sind alle urlaubsreif. Ist doch okay, oder? Na gut. Man muss ja der Belegschaft mal was Gutes tun. Tropenparadies willkommen. Okay. Move. Warte, da passiert was. Oh mein Gott. Ich bin Wasserbändigerin. Aber es funktioniert irgendwie falsch rum. Bei euch ist das zwar richtig rum, aber naja. Witzige Story. Also im Endeffekt, Wario war verfressen und hat einfach die Orks besiegt. Interessant. So, ich bin gespannt. Die Story soll nicht lang sein, aber wir spielen sie durch. Die Frage ist, geht direkt los? Story-Modus, Party-Modus? Ja, lass reingucken. Kommt jetzt direkt eine weitere Cutscene? Ich spiele alleine. Man kann wohl alles zu zweit spielen. Wer links in das, bitte links drücken, wer rechts in das A. Gedrückt halten. Ich bin Rechtshänder. Hallo, ich hab Au. Vielleicht ein Stückchen weiter nach rechts. Warte. Ich sollte. Das ist gefährlich, sagen wir es mal so. Sehr gefährlich. Ich hoffe, du tust dir nicht noch weiter weh. Foxy? Lassen wir es mal so. Und der Wario-Dingens, Bummes. Lokomotive? Choo-choo, der Hype-Train beginnt. Ja, ich habe verstanden. Umschließe den Schild mit dem Dings und das nennt man den Klammergriff. Warte. Ja. Bitte halte die Controller fest im Klammergriff. Okay, also Knöpfe sind verboten. Es ist basically. Der Stein drückt. Oh. Und ich als Erster. Willkommen auf Party Party. Als Willkommensgeschenk erhält jeder zwei edle Steine. Edle Steine? Edle Haltungssteine. Nehmen Sie die in die Hand. Das bringt Glück. Hä? Habt ihr einen Vogel? Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Wer entweiht den Tempel? Wer frevelt? Auf ihn! Hilfe! Keiner Flashbacks. Die Story ist jetzt nicht so tiefgründig, also denke ich, ich kann mal rüberplappern. Der Inselgott sprach.
ballet die Hände zum Klammergriff. Dann leget die Oberarme an den Körper und hebet die Unterarme, die Daumen nach oben. Als der Inselgott sah, dass die Menschen zaghaft waren, wies er sie an, mit Volldampf der Zukunft entgegenzustreben. So entstand die Lokomotive, die Urform aller Haltungen. Ich sehe schon, es ist eins dieser Spiele. Daumen nach oben, habe ich Lokomotive. Recht? Scheiße, das ist wirklich einfach smooth, smooth. Lokomotive. Okay, muss ich das nur neutral positionieren? Okay, das war easy. Freiheit. Ich sollte die Story ein bisschen kommentieren. Vorhin bei dem Burgerstand hat man nämlich die Wizard Paradise Leute gesehen. Bimmeln. Ah. Okay. Da darf ich mich nicht bewegen, bis es Zeit ist. Und ab geht's. Ich dachte, es war Bimmeln. Lokomotive. So, versteht ihr? Ding, 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 ding. Cheers! Ey, das war kein Mii! Mii Cancellation! Lokomotive. Das ist so ein Mii-Game! Okay. Boah, das war knapp. Er wollte am Ende nicht recht, echt. Ich hab schon gehört, Leute kritisieren die Bewegungssteuerung. Okay, okay. Okay! Ein bisschen komische Arme hat das Ding. Lokomotive. Jetzt muss ich mit Neko spielen. Das war knapp. Ich hätte mir fast die Hand abgehackt. Lokomotive. Anschleichen. Boah, ich dachte, ich sterbe ohne Stein. Ich war viel zu langsam. Irgendwie so. Gut gemacht. Mach dir nicht ins Hemd. Aber ja, von jetzt an werde ich die Story kommentieren, damit es lustiger ist. Oh, shit. Es ist Hämmerchenzeit. Aua. Ist der rechte? Oh, fuck. Debated. Lokomotive. Okay, wir haben die Scherben noch eine Chance. Also der dritte ist wahrscheinlich ein Aal. Klopfen. Muss doch gucken, wie viel Zeit ich habe. Nicht den Blober hauen. Ich sehe auch da den Tage nicht rum. Okay, jetzt kommt er. Dom! Komm her! Jetzt komm her, du Sack! Vermöbel. Ich wusste es! Zurückschlagen! Ah! Atlas! Das hätten wir! Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Sauber! Bring doch Glück, die Dinger! Und teuer sind sie! Imagine, dir schenkt jemand Joy-Cons, nur weil du auf eine Insel kommst. So. Das Kino ist eröffnet. Okay, wir haben die erste Cutscene. Wer sind die zweiten? Als zweites wahrscheinlich wie immer Mona. Hände nach hoch. Hände nach hoch heißt es hier. Also rein da. Mehr als nur Tauchspaß. Ey, das ist Lulu. Was? Okay, wir müssen die Meerjungfrauen finden. Tust du mir einen Gefallen? Lass alles stehen und liegen. Wir müssen Meerjungfrauen finden. In der Sekunde sind wir da. Ich schwöre am Ende, sie findet sowas von den Meermann aus dem allerersten WarioWare. Ich weiß jetzt schon die Referenz. Das wäre der weirdeste Callback ever. Ich bin geklammert. Oh. Hände hoch. Der Inselgott sprach.
ballet die Hände zum Klammergriff und strecket sie empor, als würdet ihr eine Reckstange greifen. Als der Inselgott erwacht war, nahm er zuallererst die Haltung Hände hoch ein. Seine Arme ragten bis in die Wolken und wurden angehimmelt von überall auf der Insel. Hände hoch. Und jetzt habe ich bestimmt Klimmzüge machen. Ich bin ein Scheibenwischer. Beeindruckend. Ritterschwert. Oh fuck. Der Inselgott sprach. Ballet die Hände zum Klammergriff und haltet sie aufrecht vor dem Körper übereinander. Mit der Spielhand zu oberst. Als der Gott sah, dass die Insulaner wehrlos waren, gab er ihnen ein Schwert. Nach einigen Unfällen lehrte er sie diese Haltung, damit sie es nicht an der spitzen Seite hielten. Aua. Es wäre witzig, wenn sie nochmal den Typen von dem alten Spiel hätten. Trocken halten! Oh shit, oh shit! Ha, Schirm halten. Ah! Es wird nass, es wird nass! Oh, kennt ihr das? Ich mach das in Real Life. Ich halte es immer gegen den Regen. Hände hoch. Oder halt mit dem Regen. Oh Gott. Ans Ziel. Gewöhnt euch an das Commentary. Es wird nicht besser. Ritterschwert. Rohr frei. Oh, ein Papa. Weiter so. Boah, ich hab so einen Pümpel und manchmal muss ich den benutzen. Ich hab da Übung. Bin ja nicht. Wie einfach. Tempo, Tempo. Bum, 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 bum. Hände hoch. Hände greifen. Oh fuck. Digga. Okay. Boah, nicht nervt das. Ich kann die ganze Zeit nicht mehr nö. Da, jetzt. Ritterschwert. Tiefer. So, jetzt. Oh je. Ja. Wenn du nicht kapierst, was du machen musst. Unfassbar! Ritterschwert. Treffen! Okay, man muss zum Glück nur waggeln. Jetzt mit Vollgas. Ich muss halt einmal so rum, einmal so rum. Es ist echt hart gefährlich. Du hast es geschafft. Was zum Fick war das? Oh! Hey, Körbo! Was habe ich da gerade gemacht? Beschützen! Stirb! Du hast es drauf! Es geht um alles! Jetzt werden wir die Meerjungfrau suchen! Hände hoch! Oh nein, darf ich mir ausgepustet? Flammenschützen! Fire! Nein! Oh mein Gott! Direkt verkackt einfach. Kanone zünden. Ist aber machbar. Oh Gott! Bitte beweg dich nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen. Oh, come on. Komm an! Oh Gott! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Oh mein Gott! Es ist aber sehr viel einfacher, wenn du dich... Ach, eine Strumpfhose war das! Oh, scheiße, Mann! Also, jetzt versuchen wir mal beide zu beschützen. Flammenschützen! Das macht's eigentlich nur komplizierter. Problem ist halt nur, du hast kein Backup. Nein, nein, kann ich beide? Nee. Kann ich vielleicht die eine wieder anzünden? Oh, sag bloß, ich brauche am Ende noch die andere Seite. Nein, 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 nein. Oh, fucking hell. Okay, okay, so ist's gemacht.
Okay. Hab ich's? Okay. Ich hätte es auch fast beim letzten Mal geschafft. Easy. Also war es war eine von 5 Sekunden oder so. Was geht jetzt da? Das lief echt super. Ich will jetzt die Meerjungfrau sehen und das ist Ludo. Fucking hell. Ich sehe es doch jetzt schon. Ludo wurde von einem Fisch gefressen. Wie bei Shantae. Es gibt wirklich eine Meerjungfrau. Schade, wir haben sie verpasst. Blöde Lulu. Wäre sie mal nicht ertrunken. Kannst du nicht wann anders doof sein? So. Ja, als nächstes Krüger oder... Natürlich nehmen wir Ashley. Natürlich nehmen wir Ashley. Massage oder Big Boss? Ich nehme Ashley. Tut mir leid. Essen. Schickes Haus. Ich habe ein Profilbild von ihr. Hey, hat er eine neue Synchronstimme? Ashley, Hilfe! Nee, okay, ist die gleiche. Ashley, das hast du nicht gesagt. Nicht die Schrumpfbeere essen, Ashley. Die Leute werden das ausnutzen. Maxi Cadabra. Mini Fuchikato. Tentacles. Das ist nicht lustig. Wer ist Aladdin? Hey, Würfelbeeren. Hier, Ed. Mund auf. Okay, wir müssen uns wieder zurechtsuchen. Dann los. Oh nein! Oh, dann wiederum. Shit, das hätte schief gehen können. Okay, und ich hatte was an. Sprach, ballet die Hände zum Klammergriff. Danke. Und haltet sie eine vor der anderen vor euren Nabel. Die Spielhand sei dabei weiter von euch weg. Oh. Eins, zwei, drei, hau ruck! Wer stark genug zieht, kann die Welt bewegen. Die Kraft dazu liegt in jedem Einzelnen von uns. Der Joy-Con Gender Reveal, warte, was? Tau ziehen. Steuern! Boom, boom in the Night Sky, hab ich recht? Waagschalen. Der Inselgott sprach, ballet die Hände zum Klammergriff und strecket die Arme zu den Seiten. Oh nein, das seht ihr jetzt nicht. Oben auf. Ich schlag gleich mein Regal. Ihr müsst euch mit der Seite begnügen. In einem gekrümmten Körper wohnt ein gekrümmter Geist. Doch viel Schlaf und eine gesunde Ernährung führen zu innerem Gleichgewicht. Und das Äußere folgt. Waagschale. Schwere Seite runter! Nicht schlecht. Tau ziehen. Abfangen! Meteoriten, Einsatzkommando! Die Erde ist glücklich! Akzeptabel. Waagschalen. Packen und rausziehen! Kann man machen. Tau ziehen. Fällen! So fällt er doch keinen Baum. Hinnehmbar. Abflug. Waagschalen. Es kommt mir vor wie beim Tanzen. Warte. Aha! Nee, doch, das macht Spaß, das ist geil. Tauziehen. Es ist genau das, was die Leute wollten. Rüberhelfen! Warte. Ja. Ja. Okay. Ha! Wo sind deine. Wo ist der Rest von deinem Körper? Waagschalen. WarioWare hat Hugo weit? Warte, was? Okay. Oha.
Tau ziehen. Gießen. Wird ja was. Waagschalen. Nur Menschen durchlassen. Oh nein. Warte, warte. Nee. Voll eine Rengauen. Kannst du mithalten? Ich hätte die Arme halt so. Tau ziehen. Putzen. U-Bahn. Blümchen. Kleinigkeit. Waagschalen. Ringen. Ah ja. Lass mich durchgehen. Tau ziehen. Durchstoßen. Toll. Ob das was wird? Warum ist die Musik so ein Vibe? Ich bin Kid Icarus. Flap, flap, flap. Oh Gott. Kann ich auch steuern? Oh Gott. Oh Gott, ich kann das nicht gut steuern. Boah, die Musik ist gerade so Mystery Dungeon. Das ist dann eure Daily Dose of Mystery Dungeon. Ich sehe, dass ich es falsch mache, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es richtig macht. Oh Gott. Ah. Ich glaube, ich bin durch. Ich habe ehrlich gesagt noch einen Boss erwartet. Aber hey, nehme ich. Hast's ja doch geschafft. Warte, wie fett ist der bitte? Ja, es wirkt. Jetzt wird er zu groß. Du bist die Beste. Oder muss kotzen. Oder beides. Zuerst rutschen sie dir in die Oberschenkel. Angestellt. Warum ist die Musik so ein Vibe? Da kriegt man echt so Bock auf mehr. Nicht viel rein da. Die Uhrzeit? Uhrzeit. Uhrzeit. Orbulon ist lame. So, mal gucken. Das hier soll von echten Urmenschen gemalt worden sein. Octopus. Hier meine neueste Erfindung. Die Taschenzeitmaschine. Ja. Nette. Jetzt gibt's eine nette Zeitreise. Fliegt durch die Zeit. Wir sind da. Da sind die Pteranodons aus Something About. Ein faszinierendes Tierchen. Die Viecher hängen mir zum Hals raus. Ich brauche neue Motive. Modeln? Heureka! Ja, stimmt schon. Krüger war mal Hype. Die Pose ist perfekt. Ja. Krüger hatte mal nur einen halben Kopf. Orbulon hat halt die Level für Smart People, die sind halt nervig und kompliziert. Ich bin so frei. Okay. Hu, ha, ha, hu. Erklär mal. Massage. Der Inselgott sprach. Ballet die Hände zum Klammergriff und strecket sie gerade nach vorn. Die Handrücken zeigen nach oben. Mit feinen Fingern linderte der Inselgott die Zipperlein jener, die seinen Tempel bauten. Zipperlein? Dank allseits entspannter Nacken war die Stätte in 3 Tagen. Oh, ich verstehe, das ist so. Das soll das sein hier, Nacken. Ich dachte, das wäre so Rückenmassage, aber nein, das ist halt der Nacken. Massage. Alle rausziehen! Chapeau! Big Boss. Warte, ich soll einen rauchen? Der Inselgott sprach. Also. Ballet die Hände zum Klammergriff und leget sie an die Hüfte. Mit den Handflächen nach innen und. Ich hab Angst, Knöpfe zu drücken, das ist voll gruselig. Dann schwellet stolz die Brust. Wenn ich jetzt zu fest drücke, drücke ich den Home-Button. Danke für den. Oh, geil! Diese Haltung war ursprünglich nur dem Königshaus bekannt.
Doch ein König prahlte damit in der Öffentlichkeit. Und im Handumdrehen war sie im ganzen Volke verbreitet. Big Boss. Springen! Na, aber wie? Ah, ich hätte nochmal gemusst. Massage. Rausholen! Pikachu! Nein, warte, das ist Form. Bär, what up, bap, bap, bap. Alles aufspießen! Ich bin ein Kaktus! Ich lebe den Traum! Und warum hat der Kaktus Arschbacken? Loslassen-Symbol. Wenn dieses Symbol erscheint, sei bereit, Haltungssteine fallen zu lassen. Manchmal muss man loslassen können. Aber natürlich nur mit angelegter Handgelenksschlaufe. Safety first! Dieses Symbol zeigt eine Ausnahme. Okay. Wenn es nicht zu sehen ist, solltest du die Haltungssteine immer festhalten. Ich lieb's bisher. Massage. Rein damit! Fertig? Raus! Oh, das ist fertig! Hä? Oh. Kannst du? Ja, sieht man aus. Ich bin Big Boss. Zu trivial. Das war jetzt schon Single. Ich hab's ehrlich gesagt gerade nicht mitbekommen, was ich machen sollte. Big Boss. Da! Heute wird's nicht. Ausbringen! Magic! Exorbitant! Big Boss! Nicht zusammenstoßen! Mann! Was bleibst du auch stehen, du blöder Pingy Ping? Okay, machen wir nochmal. Ich will nicht weitermachen, nein! Nein, hör auf! Heilige Pose einnehmen! Oh. Was ist, wenn ich das nicht will? Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Bei denen hätte ich legit nochmal von vorne gemacht. Taufrisch wie ehedem. Big Boss. Nicht zusammenstoßen! Mann! Fabulous! Kowalski-Analyse! Vielleicht muss ich wirklich wiggeln. Big Boss. Bossball? Faszinierend! Massage. Kraulen! Das wird easy! Big Boss. Nico, das müssen wir spielen! Sei gewappnet. Ich wusste nicht, dass ich mich nach hinten lehnen muss. Big Boss. Oh nein, die Hexe mit dem Apfel. Ich bin vergiftet. Oh nein. Damit. Oh. Oh Gott. Okay, das ist so ein kreatives Spiel. Holy shit, ist das kreativ. Wenn der Apfel aufgespießt wird, habe ich verloren. Okay, vielleicht haben wir es. Schön raus aus der Gefahrenzone, okay? Dass die Pipi bla. Oh, sch. Welch ein Störfall! Ah, fuck! Mich schon gewundert, warum das da tröpfelt. Aber holy shit, wie kreativ ist das? Es ist gleichzeitig albern und so kreativ. Aka, alles in WarioWare. Oh, also genug Zeit habe ich. Ich muss mich nicht beeilen. Ich denke mal, auf höheren Schwierigkeitsgraden wird man weniger Zeit haben. So, durch damit. So, warten und jetzt schnell
Okay, jetzt durch. Easy, aufgeschissen. Nicht mal gekaut hat sie! Interessant. Ein Genie-Streich. Schaut euch die Oktopuskatzen an, das sind unsere Kinder, Neko! Und welche geistigen Güter haben wir hier? Boah, also sie hat schon ziemlich große Augen. Wenn ihr mich fragt. Und da ist Orvulan, ich sehe schon, es wird nicht besser. Mal schauen, ob Orvulan so scheiße ist, wie Nero gesagt hat. Galaktisch. Amnesie mit Vorzügen. Köstliches Erdenobst. Boah, Melone. Aber schmeckt Drachenfrucht überhaupt? Das ist ja richtig ekelhaft. Oh mein Gott, er ist der Gott! Wo bin ich? Er ist der Steingott! Nee, Orvulan ist schon ziemlich ins Arschloch, da hast du recht. In einem Teil saugt er halt 1 Million Kühe ein. Oh shit, the prophecy is true. Die Synapsen sind kollabiert. Ich bin ready. Lass mich rein und gucken, was abgeht. Kikeriki. Junge. Der Inselgott sprach... Ballet die Hände zum Klammergriff, dann haltet die Spielhand an die Nase und die andere ans Gesäß. Die Daumen liegen dabei an Nase und Gesäß. Die Haltungssteine sind waagerecht. Das Beste ist... In Fliederletter geh wie das Federvieh, als ist sie überschrie seine Melodie, lautet Kikeriki. Was zum Fick? Habe ich das aus Versehen eingelöst? In Windrichtung! Warte, da. Hä? Das macht gar keinen Sinn! Ach, wurde. Hä? Ich dachte, ich musste die Richtung zeigen, in die der Wind geht. Kann ich Ihnen helfen gegen die? Ballet die Hände zum Klammergriff und winkelt die Oberarme vor euch an. Die Handrücken zeigen von euch weg. Jetzt hab ich doch gleich den... Haltung wohnt die Kraft eines prächtigen gestellten Körpers inne. Wer damit nicht seine Energiereserven aktiviert, der besitzt vielleicht keine. Ich darf jetzt den Schinken verprügeln, oder? Hantelstange. Schinken! Okay, kein Schinken. Noch ein Ding? Handflächen. Der Inselgott sprach, öffnet die Hände und leget die Haltungssteine auf sie. Auf unseren Handflächen wirken die Steine fast wie kleine Lebewesen. Wir sollten jedoch bedenken, dass wir selbst nur kleine Wesen auf den Handflächen des Universums sind. Oh Gott, die werden so gleich dekalibriert. Das ist Meta! Handflächen. Schmelzen lassen! Oh mein Gott, was muss ich tun? Was zum Fick? Ein Klimmzug! Ich weiß, ich hätte das irgendwie mit dem Licht irgendwie, dass es schmilzt. Aber. Flächen. Hä? Zutat rein! Die Hexe hat mich vorhin noch vergiftet. Ruhig bleiben! Handflächen. Süßigkeiten annehmen! It's Halloween. Oh. Happy Halloween, Leute! Hantelstange. Nur Essen durchlassen! Ey,
Bam! Nicht gut. Handflächen. Ich fange gleich von vorne an. Okay. Hör auf, Junge, hör auf! Grandios. Der Fisch ist sau lecker, der ist schon gegessen. Haare richten! Lecker, der Fisch. Hochsteigen! Aha! Hat was! Du wirst flott! Hantelstange. Fallen lassen! Ich habe kleine Leute in meinen Achselhöhlen. Das ist voll eklig. Balancieren! Mann! Ich muss aber dazu sagen, die Scheiße hier, ich habe keine Lust. Können wir das bitte von vorne machen? Ich will keinen Belebungstanz. Pfui! Lass den Scheiß. Keine Lust. Wir machen das fair und square. So. Dann ans Werk. Und wer erklärt mir alles nochmal? Hantelstange. Abwehren. Okay. Ich werde das schon benutzen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Aber jetzt aktuell geht's noch. So, darf ich wieder abbiegen? So, ich muss. Was zum Fick muss ich tun? Kikeriki. In Windrichtung. So, jetzt gehe ich in die Richtung. Aha, okay. Das macht aber keinen Sinn, weil der Hahn dreht sich in die Richtung, in die der Wind geht, oder nicht? Ein Klimmzug. Du musst nicht aus dem Level raus, um zu starten. Anscheinend doch. Ich muss halt das Spiel verlieren dafür. Das Belebungsspiel. Handflächen. Zutat rein. Superb mit Medaille. Oh, kein Wunder, dass das von den gleichen Entwicklern ist. Hochsteigen. Ich hab einen Berg erklommen. Hantelstange. Nur Essen durchlassen. Bam. Wie kann ich das runternehmen? Wie kann ich die Deckung wegnehmen? Picken. Oh Gott, ich bin ein... Funktioniert gut, wenn du es kalibrierst. Ey, kann ich mich nicht über das alte Spiel aufregen, bis das nächste losgeht? Ah, das ist aber einfach. Kosmisch gut. Belebungsspiel musst du wie es nach dem. Fähigkeiten annehmen. Hallo, ich nehme das. Nein. Ih, weg das mit dem Fisch. Nur wird's flott. Handflächen. Balancieren. Mann! Die wussten, dass ich mit links nicht kann! Also Nero hat recht. Heilige Pose einnehmen! Kein Bock. Ich kann's nicht und ich muss erst. Ah, okay, ich muss es einmal scheitern lassen, okay. Und dann kann ich für immer restarten, oder wie? Kann ich nicht. Kleine Kritik. Kikeriki. Ist auch nur ein kleiner Timesave. Es ist eine kleine Kritik, okay? Wow. Es ist nicht so gravierend wie bei Bomber Cyberfarm. Hantelstange. Oh, Scheiße, wie ging das? Wie ging das? So nicht. Handflächen. Schmelzen lassen. Okay, ich muss einfach nur waggeln. Es ergibt zwar keinen Sinn, aber ja. Hantelstange. Ein Klimmzug. Whatever. Ich darf nicht hinterfragen. Handflächen. Zutat rein. Was kommt rein, Auge? Ja, es ist auch cool, aber wenn ich ständig irgendeine andere Pose machen muss, nervt das. Weil dann ist es dekalibriert. Kikeriki. Wenn ich jetzt den Wurm rausziehen muss, dann bin ich halt nicht ready, weil ich noch komplett
Waffe bin vom letzten Spiel. Was soll die Scheiße? Haare richten. Oh. Hallo Phoenix Wright. Kikeriki. Jetzt hole ich mir den Wurm. Was für ein Spaß. Hantelstange. Nur Essen durchlassen. Bam! Hat was. Geht noch. Handflächen. Okay, wenn ich jetzt beim Boss verkacke, mach ich das Spiel. Easy. Also langsam komme ich dahinter. Genug aufgeregt. Hantelstange. Fallen lassen. Oh, das war dick. Handflächen. Balancieren. Verstehe. Ich hatte es halt so schnell bewegt. Ketten sprengen. Ah! Wonderful 101. Nee, Beautiful Joe. Keine Ahnung. Jetzt kommst du auf an. Jetzt. Drei Leben, wenn ich dann verkacke, dann gönne ich mir. Das ist okay. Mario Party! Karte spielen! Was geht denn jetzt noch? Gleiche Pose spielen! Bam! Oh Gott! Das ist, Wow! Mal noch, eigentlich muss ich gerade richtig konzentrieren. Und der finale vernichtende Angriff! Ich gewinne das Muskelgold. Was zum Fick ist eigentlich gerade passiert? Welche Freude! Was zum Fick ist eigentlich gerade passiert? Sein Schiff, er hat es doch lieb. Ach Gott. Wo bin ich? Wer bin ich? Das erinnert mich daran, dass ich vor 45 Minuten Schokomilch trinken wollte. Und bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Schluck getan. Leute, ich muss noch was trinken. Mini-Pause. Aber Remix ein! Ich meine, okay, ich glaube in Get It Together haben sie es auch Remix 1 genannt. Aber gerade eben, als Remix 1 in meinem Kopf flog, dachte ich legit an, you know, ja. Ich dachte an, Wanderers in Paradise, so. Ich tippe auch, dass wir wieder einen Boss-Spiel kriegen. Nicht die Araune! Kabium! Oh wow! Touristen fallen! Boah, wieso kommt es mir so vor, als wäre das Spiel so viel hochwertiger von der Story wie Get It Together? Selbst das Spiel hat ja auch einen. Okay. Ich frage mich, welches Spiel etwas. Oh, war das?
Ich kann mich nach oben und unten bewegen, oder? Massage. Sag mir, dass ich mich nach oben und unten bewegen kann. Fertig. Raus. Okay. Puh. Hervorragend. Waagschale. Schwere Seite runter. Hum, 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 hum. Stimmt. Tau ziehen. Fällen. Da war einfach Glitzerfällen. Kikeriki. In Windrichtung. Ich bin ein Vogel. Ritterschwert. Trocken halten. Mal. Nur wird's flop. Hantelstange. Nur Essen durchlassen. Bin so immer. Ich hab ihn nicht geboxt. Kikeriki. Picken. Mehr kann ein Erdling nicht. Hausboot Fahrtmann. Ich bin so frei. Big Boss. Springen! Ich bin frei! Tau ziehen. Steuern! So, ich kann nach oben, das hat mir keiner gesagt. Auch wenn es irgendwie offensichtlich ist. Massage. Kurios. Nico, wir müssen das spielen. Fällen. Sparkle Berries. Kann man machen. Handflächen. Schmelzen lassen. Kosmisch gut. Kikeriki. Jetzt hol ich mir das Ding. In Windrichtung. Oder? Kannst du mithalten? Tau ziehen. Gießen. Animal Crossing. Hinnehmbar. Handflächen. Abbiegen. Oh, das war... Wir wollen ein bisschen mehr haben. Kikeriki. Ich schnapp mir jetzt den Wurm. Hochsteigen. Oh mein Gott. Massage. Nicht überall hinsprühen, das hast du gesagt. Ausbringen! Okay. Mir wird Weihnachten kann kommen! Waagschalen. Licht tanken! UV-Strahlung! Hurtig, hurtig! Okay, ich fühl's jetzt, ich fühl's jetzt! Tau ziehen. Putzen! Gott, ich dachte, ich hatte nur eine Sekunde. Big Boss. Ausweichen. Das war anstrengend. Ritterschwert. Aufwickeln. Echt prima. Massage. Kraulen. Oh. Faszinierend. Big Boss. Bananen pflücken. Lass los! Achso! Oh Gott, ich hab's fast falsch gemacht! Jetzt kommst du auf an! Hantelstange. Okay, was war nochmal das? Nein, ich muss das Kompass spielen! Okay, zwei. Karte spielen! Zwei, zwei. Okay, drei. Ah! Ah! Ich habe mir drei erwartet. Okay, mehr Konzentration. Oh, das wird so nervig. Ich hasse diese Boss, die so lange gehen. Zwei. Jetzt vier oder drei. Jetzt zwei oder drei oder fünf. Jetzt drei oder vier. Jetzt zwei.
Jetzt 2 oder 4. Jetzt nochmal eine 2. Okay, okay. Wenn das jetzt schon das Ende wäre, wäre das ja cool, aber wir müssen jetzt noch einen Bosskampf machen. Gleiche Pose spielen. Oh Gott. Also der hat die Hände rum, zack. Smack him. Also, Spider-Man. Der Blink hat aber schon echt früher, also du hast echt viel Zeit. Bam! Komm jetzt, lass das Ende sein. Okay, es ist das. Vernichtung! Aber von allen Spielen, die ich hier nicht sehen sollte, war es das Richtige. Hat was. Ah, wir sehen uns. Freude. Oh oh. Das wird teuer. Warte, das war alles? Das war alles? Ha. Ich hatte ein bisschen mehr Endstory erwartet, aber gut. Das war WarioWare's Move It. Nicht Move Moves, nicht Get It Together. Das war WarioWare Move It. Für heute bis zum nächsten Mal und tschüssi.